habe in meiner Kindheit und in meiner Jugend einen Satz, den hat meine Mutter oft gesagt. Und der hieß, bei uns herrscht Zucht und Ordnung. Ach, ich konnte es nicht mehr hören und ich stelle mal in Frage, ob das wirklich so war. Aber was meine Mutter damit ausdrücken wollte, sie meinte damit, sie hat die Erziehungsgewalt, sie möchte, dass ihre Söhne wohlgeraten und das, was sie sagt, das sollen wir dann auch tun. Das heißt, bei uns herrscht Zucht und Ordnung. Ja, diese Zucht, die gibt es auch in der Bibel und die Bibel geht davon aus, dass ein Gläubiger auch von Gott in die Zucht genommen wird. Ja, das mag erstmal ein Gedanke sein, den mag man vielleicht gar nicht so, aber es ist eine Tatsache, gell? Wir sind ja alles erwachsene Leute, zumindest, ja doch, alle, und dann in die Zucht genommen werden und auch noch von Gott, ja, das mag man vielleicht gar nicht so. Aber ich möchte unseren Text lesen, wo das ganz klar rauskommt, dass Gott uns in Zucht nimmt, und zwar in Titus 2, die Verse 11 bis 12, dürft ihr mit mir gleich mitlesen. Da heißt es nämlich, Titus 2, Vers 11 bis 12, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Soweit diese zwei Verse aus dem Wort Gottes. Und wir möchten uns heute Morgen mal anschauen, ja, mit dieser Zucht, was hat es auf sich? Was heißt es, wenn Gott uns in die Zucht nimmt? Und ich möchte es von vornherein schon mal klarstellen. Man kann ja diese Zucht so im Hinterkopf als etwas assoziieren, das sehr negativ ist. Gell, je nachdem, wie du auch aufgewachsen bist. Aber mir ist es wichtig, von vornherein zu sagen, dass wenn Gott uns in Zucht nimmt, dass das etwas sehr Positives ist. Etwas sehr Liebevolles. Und wir denken ja manchmal so, wenn wir etwas tun, dass es recht ist. So aus unserem Charakter, aus unserem Handeln. Aber wenn du denkst, dass das recht ist, das hat noch gar nichts zu heißen, dass Gott das möchte, dass das recht ist. Und deswegen muss er uns manchmal in die Zucht nehmen. Und das wollen wir einfach schauen. Was heißt es, wenn Gott uns in die Zucht nimmt? Und wenn wir jetzt nochmal in den ersten Vers gehen, denn die Gnade Gottes ist den Menschen erschienen. Gottes Gnade ist erschienen. Gnade ist ja ein Begriff, der ist ja sehr abstrakt eigentlich. Gnade, was heißt das eigentlich? Gnade heißt eine unverdiente Gunst. Menschen ist die unverdiente Gunst Gottes, unverdiente Gnade erschienen. Was es heißt, wenn jemand Gnade bekommt, ich habe das jetzt gerade in einer Dokumentation gesehen, da war ein Mann in Amerika, da war über 20 Jahre lang unschuldig im Gefängnis. Ja, und dann hat man den aufgenommen, als er im Gericht jetzt saß und der Richter hat es ein Verfahren nochmal aufgerollt und man hat dann gesehen, als der Richter sprach, Sie sind jetzt frei, da ist dieser Mann zusammengebrochen, der wusste, was es heißt, Gnade zu erlangen. Und die Bibel spricht eben hier von Gnade, aber bei uns ist das etwas anders. Wir sind leider keine Menschen, die zu Unrecht angeklagt sind, sondern die Bibel geht davon aus, dass jeder Mensch ein Sünder ist, ein jemand, der vor Gott nicht bestehen kann, dass er straffällig geworden ist vor Gott. Aber die Bibel sagt, heilbringende Gnade ist erschienen, auch uns, die wir tot in Sünde waren. Und jetzt mal die Frage, wo ist sie denn erschienen, die Gnade? Man kann sie fassen. Nächsten Monat feiern wir es wieder am 24. Dezember. Jesus Christus ist erschienen. Und jeder, der an ihn glaubt, wird von Gott begnadigt aufgrund seines Glaubens. Das ist ja etwas Wunderbares, gell? Der Herr Jesus ist der Heilbringer. Du brauchst Heil. Wörtlich heißt dieses Wort Heil bringen eigentlich Rettung. Jesus ist gekommen, um dich und mich zu erretten. Was es heißt, Retter zu sein, Rettung zu bekommen, habe ich jetzt wieder erlebt, als dieser ICE gebrannt hat.
gell? In Dings. Wir wohnen ja in Giershofen, genau an der Straße. Und morgens habe ich gedacht, der Weltkrieg bricht aus. Da kam Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, Wahnsinn. Ich dachte, was machen diese Retter? Sie hatten nur eines im Sinn, diese Retter, diese Rettungswagen wollten den Menschen dort Rettung bringen. Und so ist der Herr Jesus für uns gekommen auf diese Welt, um Rettung zu bringen. Und das heißt ganz einfach, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist er errettet vom Tod. Das heißt, er braucht keine Angst mehr haben vor dem Tod, denn die Macht des Todes ist genommen. Er ist versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er gehört jetzt einem anderen Bürgerrecht an. Das ist etwas Wunderbares. Wisst ihr, wir können so dankbar sein, dass die Gnade Gottes uns erschienen ist. Und das wünsche ich mir für jeden, der hier in der Mitte ist, dass er diesen Jesus als Heilbringer angenommen hat. Aber jetzt, wenn das geschehen ist, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf unser Leben. Und in Epheser 4, das möchte ich uns lesen, da sagt jetzt der Paulus, nachdem jemand zum Glauben gekommen ist, da sagt er, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Oh. Also ein Mensch, der die heilbringende Gnade Gottes erkannt hat, für sich in Anspruch genommen hat, der versöhnt ist mit Gott, sagt die Bibel, der soll nun nicht mehr so sein Leben gestalten, wie er es einst gemacht hat, wie die Heiden. Und hier fängt die Zucht Gottes mit uns Menschenkindern, die Gott jetzt kennen, fängt jetzt an. Gott nimmt uns in Zucht. Wisst ihr, und jetzt ist schon mal was ganz, ganz wichtig. Wenn Gott uns in Zucht nimmt, ich sage gleich, warum er uns in Zucht nimmt, die Gnade Gottes ist nicht nur einmal erschienen, nämlich in deiner Bekehrung, als du Gott angenommen hast, sondern die Gnade Gottes musst du täglich in deinem Leben anwenden, auch als Gläubiger oder gerade als Gläubiger. Warum? Weil wir auch nach unserem Glauben, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, nicht perfekt sind. Sondern jetzt fängt das Programm an. Jetzt erzieht uns Gott. Aber das kannst du nur in seiner Gnade, gell? Sonst werde man nämlich Pharisäer, denn wir brauchen die Gnade Gottes. Und das sagt er jetzt hier genau in Vers 12. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und sie nimmt dich und mich in die Zucht. Jetzt habe ich meine Mutter wieder in den Ohren. Hier herrscht Zucht und Ordnung. Naja, was heißt denn dieses Wort Zucht? Das hat ein breites Spektrum an Bedeutung. Es heißt einmal Erziehung. Dieses Wort im Griechisch paideio heißt, sie erzieht uns. Das heißt, wie ein Vater, Mutter seine Kinder erzieht, so erzieht uns jetzt Gott als seine Kinder. Es heißt bilden. Das Wort kann man auch mit bilden übersetzen. Das heißt, es hat etwas mit Wissen zu tun. Gott gibt uns jetzt gewisses Wissen mit, Bildung, damit wir im Glauben wachsen. Auch das ist Erziehung. Unterrichtet uns, heißt das Wort. Das sehen wir aus der Schule. Sie weist uns zurecht. Erziehung hat mit Zurechtweisen zu tun. Das heißt, wenn ein Schäfchen auf Abwegen geht, dann kommt der Schäfer und nimmt es wieder in die rechte Spur. Das tut Gott mit uns. Er führt uns wieder auf den rechten Weg. Sie leitet uns an, sie lehrt uns, belehrt uns. Aber das Wort kann auch mit züchtigen übersetzt werden, geißeln oder strafen. Also es hat ein breites Spektrum von Bilden, wissensmäßig bis Zucht, Strafen. Und jetzt sind wir wieder bei den Eltern, die Kinder haben von euch oder auch Enkel. Ihr wisst es, genau das machen wir mit unseren Kindern. Wir erziehen sie durch Bildung, durch Erziehung. Ja, manchmal muss ich auch ein bisschen strenger werden. Aber das ist notwendig. Wisst ihr, wenn ich ein Kind laufen lasse, und ich nehme mich mal als Beispiel, als ich ein Kind war, hätte meine Mutter mich laufen lassen, so wie ich wollte, also ich war ja schon schlimm, gell? Aber dann kommt ein reinstes Chaos dabei raus. Und deswegen muss uns Gott erziehen. Er muss uns mit unseren Vorstellungen, die wir, bevor wir im Glauben waren, haben wir Prägungen bekommen, vom Zeitgeist, von den Eltern, wir haben Einstellungen übernommen. Das muss Gott jetzt wegschleifen, das ist wie ein Holzklotz. Ich bin so Holzeiche, weil hartes Holz. Also Gott muss bei uns jetzt anfangen, mit dem Schmirgelpapier oder mit dem Raspel diesen Holzklotz
gerade zu biegen. Und das ist die Zucht Gottes, die in deinem Leben, wenn du zu Gott gehörst, die brauchst du. Ja, werd gleich sagen, warum du das brauchst. Nämlich um Christus immer ähnlicher zu werden. Wenn die Zucht Gottes in deinem Leben nicht geschieht, dann wirst du niemals verändert werden. Und jeder trägt sein Paket. Charakter, Süchte, Vorstellungen. Jemand ist zu hart vielleicht gewesen in seinem Leben. Gell? Mancher ist vielleicht so ein, wie nennt man diese, Phlegmatiker? Choleriker. Jemand ist vielleicht ein Choleriker. Der andere ist eher melancholisch. Jetzt möchte Gott dich in die Spur bringen, dass du diese Dinge, die dir von der Welt geprägt bist, dass du sie in die Spur bringst, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Und das ist wichtig, Geschwister. Und jetzt ist die Frage, wenn wir heute Morgen hier sind, ja, wie macht das Gott? Wie bringt Gott dich und mich in die Spur? Wir haben gesehen, durch die Zucht, aber wie genau macht er das? Und das macht er auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Wenn man dieses Wort Paideio mal guckt, zum Beispiel der Mose, der wurde erzogen in der Weisheit Ägyptens. Ja? Der Paulus wurde unter Gamaliel, das war sein Lehrer sozusagen, erzogen. Wie ist das geschehen bei Mose, bei Paulus? Mit Unterricht, mit Lehre, indem er Menschen hatte, die ihm unterrichtet haben, mit den Worten, indem er Aufgaben bestellt bekommen hat. Das ist genau das, was wir heute machen. Wenn ich heute predige, ich hoffe zumindest, dass das dann rüberkommt, dadurch lernen wir etwas. Dadurch nimmt Gott uns in Zucht. Durch die Lehre, durch Hauskreise. Wisst ihr, das ist alles kein Selbstzweck, das wir hier machen. Dass ihr jetzt hierher kommt am Sonntag, ein bisschen unterhalten werden, dann wieder rausgeht. Sondern Gott hat damit ein Ziel. Ihr sollt in Zucht genommen werden. Ihr sollt etwas lernen. Ihr sollt gebildet werden. Und das geschieht auch zum Beispiel in der Bibellehre. Aber auch vor allem, wenn du deine Bibel liest. In der stillen Zeit, morgens oder abends. Denn dann spricht Gott zu dir. Und was macht er? Er nimmt dich in Zucht. Er lehrt dich neue Dinge. Wenn du das nicht tust, wenn ich das nicht tue, dann gehen wir aus dem Ruder. Dann nehmen wir Gott aus dem Ruder. Das ist wichtig. Gott erzieht durch Lehre. Gott erzieht aber auch durch Umstände. Wir sehen das zum Beispiel im Leben des Paulus. Der Paulus war ja ein Gläubiger, wie er ein Vorbild ist. Gell? Aber dieser Paulus hatte so viele Kämpfe in seinem Leben zu tragen. Er sagt es an vielen Stellen, wie er Kämpfe hatte, wie er geschlagen wurde, wie er verzweifelt ist. Aber Paulus sagt, es ist die Hand Gottes. Ich sage es mit meinen Worten, es ist die Hand Gottes in meinem Leben. Diese Dinge geschehen nicht durch Zufall. Wisst ihr, wenn man zum Beispiel die Josefsgeschichte im Alten Testament liest, wisst ihr, wir haben es ja einfach, wir kennen den Ausgang. Gott hat alles gut gemacht in Josefs Leben. Aber als er dort drinne war, als er von seinen Brüdern verraten wurde, in die Zisterne geschoben wurde, nach Ägypten verkauft wurde, dann wurde er am Haus des Pharaos beschuldigt, etwas mit der Frau des Pharaos zu haben. Da konnte er gar nichts dafür. Wisst ihr, das waren schwierige, schwierige Umstände. Und glaubt ihr nicht, dass dieser Josef verzweifelt ist? Glaubt ihr, in dieser Situation hat er gedacht, oh, das ist so super, was Gott gerade mit mir macht? Aber am Schluss, 1. Mose 50, 3 heißt es, da sagt er, aber Gott hat es gut gemacht. Es war die Hand Gottes. Ja, wäre Gott nicht mit ihm diesen Weg gegangen, dann wären seine Vorfahren bzw. seine Familienangehörigen verhungert. Wisst ihr, so ist das in unserem Leben. Gott geht mit uns Wege, er erzieht uns. Und oft stehen wir in solchen Situationen, wo wir gar nicht verstehen, was macht Gott jetzt gerade mit mir? Kann das ein liebender Gott zulassen? Wisst ihr, diese Situation kommt jeder von uns, früher oder später. Und dann muss man einfach sagen, es gibt keine Zufälle bei Gott. Es gibt einen Spruch, der ist sehr abgedroschen, leider, aber das Bibelwort sagt, alle, die Gott dienen, wirkt alles zum Guten. Ich sage es mit meinen Worten. Es gibt keine Zufälle für Gottes Kinder. Es ist Erziehung. Er möchte uns in die Spur bringen, damit wir Jesus ähnlicher werden. Und das geschieht eben auch durch Umstände, durch Lehre. Es geschieht manchmal, dass Mitarbeiter, so zum Beispiel wie ich es bin, zu Leuten hingehe und sage, du, ich sehe was in deinem Leben, oder ihr sagt zu mir zum Beispiel, bin ich sehr dankbar, da ist was in deinem, Gott benutzt Menschen.
Ja, um uns zu erziehen. Und das ist ganz wichtig, damit wir in der Spur bleiben. Ich möchte es wirklich biblisch abdecken, dass Gott diese Dinge tut. Und zwar in Hebräer 12 lese ich uns, da heißt es, da sagt Gott, ihr Gläubigen aber, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Das heißt, Gott geht davon aus, dass er, wenn er dich züchtigt, dass das normal ist und er zeigt dadurch seine Liebe. Und wir haben gerade gesehen, die Bandbreite ist ganz breit. Lehre, das ist was Schönes, für mich zumindest, Umstände, naja, da bin ich lieber in ruhigen Fahrtgewässern. Wenn jemand mich zurechtweist, kann ich auch gut annehmen, aber Gott tut es einfach. Wisst ihr, Geschwister, es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Er sagt hier am Anfang, Gott züchtigt uns, weil wir zum Beispiel noch nicht bis aufs Blut der Sünde widerstanden haben. Gott greift auch manchmal ein oder gerade dann, wenn im Leben eines Gläubigen Sünde ist, die er mit sich rumträgt und nicht bekennt. Auch dann züchtigt Gott, das muss man mal ganz klar sagen. Abendmahl, 1. Korinther 11, es sind viele Kranke, viele Entschlafene. Hättet ihr euch selbst gerichtet, wärt ihr selbst, hättet Buße getan, hätte Gott nicht so weit gehen müssen. Also auch das ist eine Erziehung Gottes, gell? Also es gibt eine riesen Bandbreite von Erziehung. Lass mich dich in deinem Leben mal fragen, was sind gerade deine Umstände in deinem Leben? Musst du dir selbst beantworten, aber die zweite Frage ist, kannst du darin Gottes Handeln sehen? Kannst du Dinge annehmen in deinem Leben, auch wenn sie schwer sind? Und da nehme ich mich auch mit rein und sagen, ja Herr, ich weiß aber, dass du es gut machst. Bei allem, was geschieht, ich sehe deine Hand in meinem Leben, weil du mich liebst. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, dass der nicht einfach ist. Josef war auch nicht einfach. Aber ich möchte uns einfach das vor Augen stellen, dass Gott keine Fehler macht. In unserem Leben und in meinem Leben auch nicht. Wisst ihr, wir müssen diese Züchtigung in unserem Leben annehmen. Jetzt kann ich dir sagen, ja, nimm es einfach an. Das ist Gottes Liebe. Und du sagst vielleicht gerade, es ist aber ganz schön schwer für mich. Auch in meiner Vergangenheit, die Dinge, die ich durchlebt habe. Ich kann das nicht so einfach annehmen. Ich bin nicht so stark im Glauben. Wisst ihr, was das Schöne ist? Der Herr Jesus weiß es. In Hebräer 4, 15 heißt es, wir haben einen Hohepriester im Himmel, der Mitleid hat mit unseren Schwächen. Und jedes Mal sagt der Herr Jesus, wenn du Zweifel hast, er sagt einmal im Jakobus, wenn jemand Zweifel hat, Weisheit unter euch mangelt, der kommt zu Gott. Wisst ihr, das ist das Schöne, dass wenn wir müssen doch nicht immer die Starken spielen, Geschwister. Wirklich, oder? Es ist keine Schwäche, wenn wir sagen, Herr, mir mangelt gerade, dass ich deine Zucht in meinem Leben sehe. Ich verzweifle vielleicht. Dann komme ich zum Herrn und wisst ihr was? Er versteht unsere Schwachheiten. Möchte ich ermutigen, zum Herrn zu gehen, wenn du manche Dinge nicht in deinem Leben verstehst. Die Zucht, sagt die Bibel, ist etwas, das ist Normales, ist etwas Liebevolles. Und jetzt sagt der Paulus, wie äußert sich das ganz konkret? Und das sehen wir weiter in Vers 12. Das heißt, sie nimmt uns in Zucht. Und jetzt kommt das Wörtchen damit. Das heißt, jetzt kommt der Grund. Warum nimmt sie uns in Zucht? Und er sagt jetzt zwei Dinge, die negativ sind, die wir lassen sollen. Er sagt, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Ich habe es gerade schon gesagt, zwei Dinge, die der Paulus möchte oder sagt, dass es ist einmal die Gottlosigkeit sollen wir lassen und die weltlichen Begierden. Die Bibel geht ganz klar davon aus, ich habe es gerade schon gesagt, wenn ein Mensch zu Gott gekommen ist, wenn er in Gottes Hand jetzt steht, dann lebt er nicht so, wie er es früher getan hat. Das ist einfach Fakt.
Epheser 4 sagt, wandelt nun würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und in Maleachi 3 steht, das ist ein ganz wichtiges Wort an uns, er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und der, der ihm nicht dient. Das heißt, die Bibel geht davon aus, ein Gläubiger ist anders als dieser Welt. Und jetzt sagt er, das Erste, was wir verleugnen sollen, verleugnen heißt einfach, wir sollen es beiseite schieben, wir sollen Nein dazu sagen, ist, wir sollen nicht mehr gottlos sein. Was heißt, wir sollen nicht mehr gottlos sein? Ist eigentlich ganz einfach, muss kein Griechisch können. Gottlos heißt einfach, du sollst nicht mehr ohne Gott leben. Du sollst nicht mehr so leben, als gäbe es keinen Gott. Es gäbe es keinen Schöpfer, der dich geschaffen hat. Wisst ihr, wenn es jene Zeit gab, die gottlos ist, dann haben wir es heute. Wen interessiert es denn noch, was Gott gesagt hat? Wen interessiert es denn überhaupt noch, dass es einen Gott überhaupt gibt? Wen interessiert es denn, dass Gott Maßstäbe gegeben hat? Ja, die Gesellschaft da draußen bestimmt nicht. Und Gott sagt jetzt eben, ihr, du und ich, die wir an Gott glauben, die Gnade empfangen haben, wir sollen anders leben, nämlich so, als gäbe es Gott. Und ihn gibt es ja. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und er sagt es, Unterschied zwischen den Gläubigen und Ungläubigen. Und jetzt sage ich es auch mal ein bisschen herausfordernd. Wenn Gott sagt, wir sollen nicht gottlos leben, dann gibt es ein... Nö, ich lasse es einfach, ich sage es nicht. Ich schieße nicht schon wieder. Nee, mache ich nicht. Wir packen uns an der eigenen Nase. Wir sollen einfach so leben, wie es Gott gefällt. Nämlich nicht ruchlos, nicht entweihend, nicht versündigend. Geschwister, aber das möchte ich doch sagen. Wenn jemand lebt, als gäbe es Gott nicht, und jetzt sage ich es vielleicht doch, wisst ihr, auch als Gläubiger kannst du so leben, als gäbe es Gott nicht. Ja, du kannst es zwar mit deinem Mund bekennen, aber du musst so leben. Gottlosigkeit ist vor Gott keine Nebensache. Es heißt in Römer 1, 18, Gottes Zorn wird geoffenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Gottes Zorn kommt, weil Menschen so leben, als gäbe es Gott nicht. Und das beste Beispiel sehen wir anhand von Israel. Israel war das auserwählte Volk, das waren die Gläubigen. Und was hat Israel getan? Sie haben so gelebt, als wäre es Gott gar nicht da. Sie haben so gelebt, als hätte Gott niemals Gebote gegeben. Was macht Gott mit diesem Volk? Er züchtigt sie. Wisst ihr, und das ist jetzt der Punkt, den wir haben. Wenn wir so leben, als gäbe es Gott nicht, auch wenn wir ihn bekennen, fängt Gott an einzugreifen. Wir sehen es bei Israel. Israel musste in die Verbannung gehen. Er musste sie wirklich bis zum Äußersten züchtigen. Und das ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Deswegen sagt die Bibel auch, für uns Gläubigen, wir sollen zum Beispiel diese Welt nicht so lieb haben. Wir sollen nicht Freundschaft mit dieser Welt schließen. Das heißt, mit dem System dahinter. Warum? Weil es gottlos ist. Von was lässt du dich prägen, nicht predigen? Von was lässt du dich prägen? Die Bibel sagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient und nicht dient, zwischen einem gottlosen Wandel und einem gottesfürchtigen Wandel. Von was lassen wir uns prägen, Geschwister? Fernseh, Radio, Zeitungen, Internet. Das sind ja die klassische, die Frage, fragt ja der Prediger immer so. Aber es ist eine wichtige Sache, Geschwister. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die Gott dienen und nicht dienen. Und Gott möchte, dass wir einen Unterschied machen. Gott möchte nicht, dass wir gesetzlich werden. Wisst ihr, es gibt so viel in der Kirchengeschichte, auch in unseren Tagen, so viel Raubbau, das getrieben wird mit Menschen, die vom anderen Seite des Pferdes fallen und dann Gesetze aufbauen, die die Bibel gar nicht kennt. Aber eins ist trotzdem wahr, es ist ein Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Nichtgläubigen. Und deswegen ist die Frage, von was lassen wir uns prägen? Ja? Welchen Maßstab legen wir an? Das ist nämlich die Gottlosigkeit. Gott nimmt uns sonst in Zucht. Und das Zweite, was er hier sagt, die weltlichen Begierden. Und die kommen dann davon, wenn du mit der Welt konform gehst. Er sagt, wir sollen die weltlichen Begierden verleugnen. Nicht nur die Gottlosigkeit, sondern auch die weltlichen Begierden. Und Begierden sind Leidenschaften und Lüste. Ja?
Leidenschaft, etwas, das man begierig möchte. Das hat auch viel mit dem Sexuellen zu tun. Gelüste, Wollust, sinnliche Lüste. Gott möchte, dass wir diesen Dingen nicht mehr nachgehen. Nicht jede Begierde ist schlecht, ist Sünde. Sonst wären wir ja Roboter. Gell? Gott hat uns Dinge gegeben, die wir begehren dürfen. Aber wir wissen, dass durch den Sündenfall dieses Begehren ins Gegenteil verkehrt wurde. Wir machen daraus jetzt einen Götze. Wisst ihr, Jesus sagte einmal, er begehrte es, mit den Jüngern das Passa zu feiern. Ja, war das Sünde? Nö. Es war ein wunderbares Begehren. Aber unser Begehren ist oft etwas, das uns von Gott wegzieht. Das sind diese Götzen in unserem Leben. Und wisst ihr, woher das kommt? Dass wir auf einmal Dinge, Lüste in unserem Leben so groß werden lassen, die Gott ersetzen. Das kommt daher, weil der Herr dieser Welt genau in diese Richtung uns drängt. Ich lese mal Johannes 8, 44, da wird es deutlicher. Johannes 8, 44, da heißt es, ihr, da redet er zu den Ungläubigen, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt. Hier haben wir diese Begierde. Das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass jeder Unbekehrte, der nicht zu Gott gehört, sich Begierden hat, die letztendlich vom Teufel kommen. Denn der Teufel ist jemand, der begehrlich ist von Anfang an. Was hat er gemacht? Er wollte sein wie Gott. Und das sehen wir in 1. Mose 3 auch, dieses Begehren wollen führt letztendlich dazu, dass Menschen Gott ungehorsam werden. Es kommt eine Begierde, die ersetzt Gott. Und die Bibel sagt jetzt eben, das sollen wir nicht tun. Gott sagt, begehre nicht das, was der Teufel dir als Begierde schönreden möchte. Wisst ihr, das hat ganz viele unterschiedliche Dinge. Das kann auf dem sexuellen Bereich sein, das kann Geld sein, das kann Macht sein, das kann der Egoismus als Ganzes sein. Die Bibel sagt, tu das nicht, halt dich davon fern, sonst muss ich dich in Zucht nehmen. Wisst ihr, der Teufel geht ja, ich mach's mal ganz praktisch, der Teufel geht ja sehr gerissen vor. Römer 6 hatten wir schon mal. Der Teufel sagt mir doch jedes Mal, er geht über die Gedanken, über die Augen. Er macht uns Lust mit Dingen, die uns vor den Augen stehen, die uns in die Gedanken kommen. Und er sagt mir jetzt auch als Gläubiger, er sagt, ich bin der König, ich gebe dir jetzt zum Beispiel eine wunderschöne Frau, die gerade so über den Weg läuft. Ja? Die lernst du gerade so kennen. Du bist aber verheiratet. Ja? Aber der Teufel macht es und jetzt, was tust du? Du darfst dieser Lust nicht nachgeben. Ja? Sei es, wenn du ein Autofan bist zum Beispiel, jetzt siehst du gerade das neueste Auto bei Ford im Schaufenster stehen und Gott sagt, du musst es kaufen. Ja, der Teufel schickt oft so feurige Pfeile. Was mache ich jetzt? Ich sage, nö, wenn es der Wille Gottes nicht ist, dann lasse ich das. Okay. Ich muss gucken, was ich mache. Das heißt, der Teufel geht immer so vor, er schickt feurige Pfeile, was tue ich? Ich gehe nicht drauf ein. Ich halte mich für gestorben, begraben, mit auferweckt, ich bin gekreuzigt. Ich sage, ich diene jetzt mit meinen Gliedern einem anderen. Wisst ihr, das ist ganz wichtig, Geschwister. Wenn wir das nicht tun, dann nimmt Gott uns in die Zucht. Mit welchen Begierden hast du zu kämpfen in deinem Leben? Mal fragen, was ist das, was uns so umtreibt? Selbstsucht, Geiz, Unversöhnlichkeit. Es kommt letztendlich alles aus dem Egoismus raus. Hader, Neid, Habsucht. Die Bibel sagt, wir sollen all diese Dinge lassen. Jetzt frage ich euch mal, wie tun wir das? Das ist ganz einfach eigentlich, Geschwister. Wisst ihr, wenn ich was in meinem Leben, und ich sehe sehr viele Dinge in meinem Leben, die genau dahin zielen, was tue ich? Ich gehe zum Herrn Jesus. Wisst ihr, ich bin einfach mal ganz ehrlich vor dem Herrn Jesus. Tun wir als Gläubige auch nicht dem Herrn Jesus oft ein frommes Theater vorspielen? Dass wir oft so sind, ja, wir sind ja die Geistlichen. Wisst ihr, ich als Prediger, ich bin ja der Geistliche, bin ich doch überhaupt nicht. Wisst ihr, und dann gehe ich einfach, was mache ich? Ich sehe zum wieder Egoismus in meinem Leben. Was mache ich? Ich gehe zum Herrn Jesus und sage, Herr Jesus, du kennst mich doch sowieso. Ich lasse jetzt mal mein frommes Geschwätze, mein frommes Getue, du weißt ja sowieso alles. Herr, ich habe Fehler, ich habe Probleme, ich habe Dinge in meinem Leben, die kriege ich einfach nicht in den Griff. Hilf mir, Herr.
Und wisst ihr, was er dann tut? Er hilft. Es ist unglaublich, aber er tut es, Geschwister. Und wir müssen uns einfach ermutigen, wir können doch diesen Kampf nicht selbst kämpfen gegen die Welt, gegen die Begierden und gegen die Gottlosigkeit. Aber der Herr Jesus hilft. Und wir möchten uns einfach Mut machen, auch da dem Herrn Jesus zu vertrauen. Einfach ehrlich zu sein, zu sagen, Herr Jesus, hilf mir. Das waren die zwei negativen Beispiele, die drei positiven, die sage ich jetzt, die gehen relativ schnell. Aber nochmal zusammenfassend, Gnade Gottes ist erschienen, sie nimmt uns in Zucht und wir sollen weltliche Begierden und Gottlosigkeit verleugnen. Aber jetzt möchte ich noch die positiven Dinge sagen, die gehen relativ schnell. Und zwar, wir sollen auch positive Dinge tun, nämlich wir sollen besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Was diese Welt nicht kennt, ist Besonnenheit. Und ich sehe das immer wieder an den Politikern. Das ist so mein Ding, wo ich sehe, wie gehen Menschen miteinander um. Ich finde es erschreckend, wie Menschen, gerade in der Politik, miteinander umgehen. Die lassen kein gutes Haar an sich, die zerreden alles, die lügen. Ist das schön? Die Bibel sagt, ein Gläubiger soll besonnen sein. Das gefällt mir so, dieses Wort. Was heißt besonnen sein? Er soll vernünftig sein. Er soll ruhig sein. Er soll selbstbeherrscht sein. Wisst ihr, Gott nimmt uns in Zucht, damit wir selbstbeherrscht sind. Und selbstbeherrscht heißt eigentlich, man hat sich unter Kontrolle. Ein Gläubiger hat sich unter Kontrolle. Er soll sich unter Kontrolle haben. Er soll maßvoll sein. Er soll sittsam, anständig, züchtig sein, all das heißt besonnen. Wisst ihr, das beste Beispiel, wie ein Gläubiger sein soll, besonnen, ist das Beispiel vom besessenen Gadarener. Kennt ihr den besessenen Gadarener aus Markus 5? Das war dieser Besessene, der an Ketten gebunden wurde, der schrie, keiner konnte ihn halten. Ja, er war von Dämonen besessen, kann man nachlesen. Da war, wie wir einst gewesen sind. Und weißt du, was passiert, als Jesus ihm begegnet? Keiner konnte ihn bändigen. Wisst ihr, was es dann heißt? Er setzte sich, er war anständig und war bekleidet. Weißt du, nachdem ihm Jesus begegnet war, war der normal. Es hat mal jemand gesagt, der Heilige Geist macht normal. Und das ist im Leben des Gläubigen. Er soll einfach besonnen und normal sein. Es ist übrigens auch ein Merkmal der Ältesten. Sie sollen besonnen sein. Aber auch der alten Männer. Wer ist alt unter euch? Wer fühlt sich da schon? Also es ist ab 60, so sagt die Bibel. Gell? Ihr sollt besonnen sein. In der Kirchengeschichte sieht man, alte Männer, gerade alte Männer, neigen zur Spinnerei. Ja? Kirchengeschichtlich sieht man, Sekten sind dadurch entstanden, dass gläubige, klarstehende Männer auf einmal unbesonnen waren und dann kam es Chaos. Alte Männer, seid besonnen. Aber auch die alten Frauen, wisst ihr, was der Herr Jesus sagt? Seid besonnen, vernünftig. Junge Männer, das Gleiche, seid besonnen, vernünftig, gesellschaftsfähig, sittsam, anständig. Und die jungen Frauen genauso. Er sagt es zwar nicht explizit, aber ich sage das mal, die jungen Frauen auch. Und das äußert sich vor allem, und ich komme zum Ende, ich sehe die Zeit, das äußert sich, Besonnenheit äußert sich vor allem im gesprochenen Wort. Der Herr Jesus sagt einmal, was aus dem Herzen rauskommt, aus seinem Mund rauskommt, das ist in deinem Herzen. Wenn sich ein Gläubiger nicht besonnen verhalten kann, dann ist mit ihm etwas sehr fehl. Da muss er hingehen zum Herrn Jesus und sagen, ich habe damit ein Problem. Ich habe mich nicht unter Kontrolle. Wenn er es nicht macht und beständig in so etwas bleibt, kommt die Zucht Gottes. Hier haben wir wieder den Kreis geschlossen. Zucht heißt auch etwas, ich darf es noch ansprechen, gell? Auch wenn ich nicht der Fremdprediger bin, das dürfen normal nur die Fremdprediger ansprechen. Zucht heißt auch etwas, äußert sich laut Bibel, wenn man das Wort nachgeht, in der Kleidung. Frauen sollen sich züchtig kleiden. Hat nichts damit zu tun, dass er keine Hosen anziehen darf oder dass er nur einen Rock anziehen darf, sagt die Bibel überhaupt nicht. Du kannst einen Rock anhaben, kannst doch unzüchtig sein. Meint die Bibel nicht. Aber auch die Männer. Sittsam, normal, angezogen, gehört sich für einen Gläubigen. Gell? Nur mal das am Rande. Besonnen sollst du sein, das ist die Aufgabe für deine Woche. Du sollst besonnen, wenn Menschen dich ärgern, sei besonnen, vernünftig, sei selbstbeherrscht. Du sollst gerecht sein, sagt er. Gerecht ist eigentlich einfach, du sollst einfach nur ehrlich sein. Dein Versprecher halten, einfach der Wahrheit verpflichtet sein. Heißt übrigens auch, ehrlich und der Wahrheit verpflichtet sein, dass das, was du im Wort Gottes liest,
Und ich weiß ja, dass ihr alle das Wort Gottes lest, dass ich das, was ich lese, dass ich es auch tue. Gehorsam. Sonst nimmt Gott uns in Zucht. Und das Letzte, was er sagt, wir sollen gottesfürchtig sein. Gott erzieht uns zur Gottesfurcht. Und das heißt fromm, wir sollen fromm sein, echt fromm, nicht falsch fromm. Und das, was mich am meisten, was ich am schönsten finde, ist, wir sollen eine heilige Scheu vor Gott haben. Gottesfürchtig heißt eine heilige Scheu vor Gott. Darf ich mal fragen, wo haben selbst die Gläubigen heute noch eine heilige Scheu vor Gott? Wisst ihr, ich habe oft das Gefühl so, dass die Gläubigen sich so raussuchen, was sie in der Bibel lesen. So die schönen Texte, sind alle schön. Aber wisst ihr, wenn Gott eines Tages, wir sehen, wir sind gerade im Hauskreis in der Offenbarung, wenn er eines Tages Gericht übt über diese Welt, und zwar hart Gericht über alles, was gottlos ist, wisst ihr, da zieht es mir schon einiges zusammen. Und da kriege ich eine gewisse Gottesfurcht, eine gewisse Scheu. Ich weiß, dass er mein Vater ist, ich brauche nichts befürchten, aber eine Ehrfurcht vor Gott, Geschwister, wisst ihr, braucht man gar nicht diskutieren. Und danach soll man streben, sagt die Bibel. Üb dich in der Gottesfurcht, streng dich an, sagt er zum Timotheus. Jage nach, Gläubige sollen sich darin auszeichnen. Ich komme zum Schluss. Geschwister, wir haben gesehen, ich fasse nochmal zusammen. Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Wenn du sie angenommen hast, erzieht dich Gott nun, damit du Dinge nicht mehr tust. Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden soll man lassen. Und aber besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in dieser Welt sein. Ich möchte nochmal sagen, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und der, der ihm nicht dient. In der Praxis heißt es jetzt, Aufgabe für diese Woche, das, was ich gehört habe, Titus 2, 11 bis 12, ich lese es nochmal nach, und dann tue ich die Dinge mit Gottes Hilfe. Wisst ihr, der Rainer hat euch neulich entlarvt, der hat gefragt, was hat der Sven gepredigt, ihr wusstet es nicht mehr. Ich musste heute auch wieder gucken, was hat der Rainer eigentlich letzte Woche gepredigt. Mir war vergessen es doch. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir das, was wir hören, Geschwister, dass wir es auch tun. Wenn ich meinen Kindern immer wieder sage, räum das Zimmer auf, räum das Zimmer auf, räum das Zimmer auf, räum das Zimmer auf, und sie machen es überhaupt nicht, dann denke ich irgendwann mal, ist da noch eine Furcht vor dem Vater. Wisst ihr, wir schwätzen oft mit unserem Mund. Wir müssen Täter des Wortes werden, Geschwister. Und das wünsche ich uns, dass wir in der Gottesfurcht wirklich voranschreiten, dass wir Gott verherrlichen. Jetzt habe ich genug geschwätzt, jetzt müssen wir es tun, ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass deine Liebe in unserem Leben dadurch sich äußert, dass du uns bei der Hand nimmst, wie die kleinen Kinder, dass du uns anleitest, wie wir leben sollen, jetzt, Herr, nachdem wir dich erkannt haben. Und ich bin so froh, Herr, dass ich nicht mehr so leben muss, wie ich es einst gelebt habe. Und ich weiß, dass ich noch so viele Schwächen und Fehler habe, aber ich sehe auch deine gute Hand in meinem Leben und ich sehe es auch in der Hand im Leben meiner Geschwister, Herr. Und es freut uns, dass wir wirklich nicht verzagt sein dürfen, auch bei den hartnäckigen Sünden, dass du mit uns zum Ziel kommst, Herr. Und ich bete einfach, da wo wir Zweifel haben, auch in den Wegen, die du mit uns gehst, Herr, dass du den Menschen, auch mir, ganz nah bist und dass du uns immer wieder zeigst, alles, was du tust, geschieht allein aus Liebe. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du bei uns bist. Amen.